Hallo. Ja, hier stehe ich, konsumiere wieder was und zwar was Eingekauftes. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt von einer bisschen Weile, keine Ahnung, weil ich das Video veröffentlicht haben mag. Im Zuge von diversen Rabattaktionen habe ich ganz schön viele Energy Drinks mir gerade wieder aufgeladen und vor allem auch viele von Rockstar, wo ich bisher noch nicht viele hatte. Deswegen probieren wir heute den hier. Kann man jetzt wegen der Spiegelung gleich schlecht lesen. Das ist also Rockstar Energy Drink. Überraschend. Blueberry Pomegranate. Acai, whatever flavor. Enthält B-Vitamine, 155 Milligramm Koffein pro Dose und Taurin. Es ist also ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Energy Drink mit Blaubeere, Granatapfel und Acai-Geschmack. Ich habe keine Ahnung, was Acai ist. Mutmaßlich irgendeine beerenartige. Ja, wobei Granatapfel ist ja auch keine Beere, oder? Naja, egal. Zutaten: Wasser, Zucker, schwarzes Karottensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Milchsäure, Apfelsäure, Aromen, ach nee, Koffein 0,03%, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Taurin 0,02%, Nikotinsäureamiden, lecker, Vitamin B6. Die Produktzusammensetzung variiert innerhalb der EU. Für weitere Details siehe www.info.pepsico.eu. Ja gut, Rockstar ist eine Pepsi-Marke, das habe ich tatsächlich gar nicht so verinnerlicht. Es ist aber so, offenbar. Das erklärt natürlich auch, warum man Rockstar nicht überall kaufen kann. Ja. Erhöhter Koffeingehalt und so weiter und so fort, kennen wir ja. 31 Milligramm pro 100 Milliliter, klar. Also 4 halbe Liter wie üblich. Da unten steht es auch nochmal, Rockstar. Ja. Also, 54 Kalorien auf 100 Milliliter, das ist recht relativ viel, ja. Na gut, okay, dann wollen wir mal Pfand natürlich auch. Einfache, simple Dosenorganisation, man weiß es ja. Aber wieso gibt es eigentlich keine Rockstar-Koop mit Rockstar? Und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr eine, wenn dann GTA 6 mal irgendwann kommen sollte. Also, probieren wir es. Wir werden sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich tatsächlich einigermaßen, wie das Zeug, was draufsteht, weil das ist ja immer so ein Steckenpferd von mir auch, dass das, was draufsteht, und man schmeckt es dann nicht oder ich kann schlecht identifizieren. Also, Dose auf. Ja, spontan würde ich sagen, doch, das hat jetzt nach Blaubeere gerochen. Mal gucken, ob es auch irgendwie blau ist. Oh, naja, okay, gut, gut, okay, Blaubeerensaft ist, oder Blaubeeren an sich, so dieses rötlich, es geht schon noch in die richtige Richtung. Granatapfel, glaube ich, hat auch so ein bisschen die Farbe. So, dann wollen wir doch mal und schauen wir mal und schmecken wir mal. So, wie gesagt, im Rabatt gekauft, sonst für Vollpreis sind meine Energy Drinks aus Prinzip zu teuer. Ja. Erster sehr spontaner Eindruck, ja, ganz okay. Ja, schmeckt ein bisschen nach der Beere, Granatapfel, glaube ich jetzt, merke ich jetzt nicht so, aber okay, habe ich auch nicht so ein Geschmacksprofil auf der Zunge liegen. Und Acai weiß ich ja nicht mal, was es ist. Ja, immerhin, ja, das schmeckt nicht wie ein typischer 0815 Energy Drink, das hat schon eine fruchtige, oder die Note, die draufsteht, so halbwegs. Aber meine Erinnerung sagt mir, dass es beim Dirty der Basti Blueberry deutlich blaubeeriger schmeckt. Wobei ich den Verdacht habe, da muss ich nochmal nachforschen. Die Dirties verschwinden irgendwie sehr offensichtlich aus den Supermarktregalen, da wo ich sie immer gesehen habe. Da gibt es irgendwie nur noch, beim Rewe vor allem, ganz wenige. Nur noch eine Sorte und nicht mehr alle. Irgendwie ganz komisch. Vielleicht hat sich das jetzt so langsam totgelaufen. Kann sein. Möglich, ich weiß es nicht. Egal, jedenfalls Rockstar gibt es wie immer, zumindest aus dem Edeka, glaube ich, da kriegt man es nicht mal. Netto dann wohl auch nicht. Also im Rewe kriegt man es auf jeden Fall. In dem Lidl, ab und zu. Ich glaube, die habe ich im Lidl mitgenommen, in einer Sonderangebotsaktion. Jedenfalls, ja. Hat was, ist ganz interessant, aber irgendwie, ich weiß nicht, passt nicht so ganz zu meinem Kopfbild von meinem Gehirngespinst, wie ein Energydrink schmecken kann, soll, tut. Dazu ist es ein bisschen zu saftmäßig, finde
Finde ich fast. Das ist ein bisschen komisch. Klingt blöd, ist aber so. Klingt sich ordentlich, ist interessant, aber ist irgendwie kein, wie soll ich sagen, es kommt mir nicht vor wie ein Energy Drink. Ist er. Erfrischend, ja. Also ja, es ist auf jeden Fall, hat eine Geschmacksnote. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt bei dem Ganzen. Ich muss zugeben, ich habe ja zuvor, ich weiß, dass ich Erdbeer getrunken habe. Ich glaube, da habe ich mich irgendwie nicht so begeistert gefühlt. Vielleicht täusche ich mich auch völlig und ich hatte ja totalen Quatsch. Es ist immer möglich, was sowas angeht. Aber ich habe mein Video selber noch nicht angeguckt wieder. Und ich habe es auch, ja. Wenn ihr das hier seht, müsste das andere schon veröffentlicht sein. Ihr könnt ja vergleichen dann, was ich da erzählt habe und ob das jetzt dann mit dem hier irgendwie übereinstimmt oder nicht. Jedenfalls das hier. Schmeckt also mehr oder weniger wie das, was draufsteht. Ist okay. Ist ein komische Geschmacksnote, komisches Trinkgefühl für einen Energy Drink, muss ich einfach so sagen. Aber wenn man es davon losgelöst betrachtet, fand ich es ganz schmackhaft. Also, jetzt wisst ihr es, was ich davon halte. Ihr könnt es ja mal selber probieren. Jedenfalls habt ihr es gesehen und gehört, was ich gesagt habe. Wow. Unglaublich. Und damit gucken wir mal, was ich das nächste Mal wieder Fantastisches esse und oder trinke und so weiter und so fort. Bis dahin. Tschüss.